99 und ich zeige euch Gears of War 3. Ja, und dann mache ich da weiter, wo ich letztens aufgehört habe, mit Akt 1, Kapitel 5, MVP. Und dann würde ich sagen, Attacke! So, kurz vor, ja, Worte vorweg, die, ja, Cole, Bert, Samantha und Carmine sind halt in das Kuga-Stadion unterwegs, um nach weiteren Vorräten zu suchen. Ja. Momentan ist nichts los. Hey, sieh mal. Er ist immer noch der Held. Ja, die Maulbärte haben nicht mal seine Statue eingeschmolzen. Das nenne ich mal Respekt. Coltrane? Fuck, du bist es! Wow, Cole! Was machst du wieder hier? Mann, du siehst immer noch wie früher aus. Hey, kommst du endlich wieder nach Hause? Tja, ich kann doch nicht ewig wegbleiben, Baby! Wollte nur mal wieder nach dem Rechten sehen. Hey, willst du ein Bier mit uns trinken? Wir brauchen verdammt gutes Zeug. Danke, muss passen. Bin noch im Dienst. Aber wir suchen nach Vorräten. Wollt ihr mit uns handeln? Sag lieber den Boss. Wir können dich zu mir bringen. Ich hab gehört, sie wäre kein Fan. Und ich würd sie hören. Du bist der Coltrane. Hey, der Coltrane macht nicht Wuhu, sondern... Leuchten, sie ist drinnen! Die Sparks tauchen mitten im Stadion auf! Otto, such aus Deckung! Okay, ja, die Leuchten greifen das, ja, das Innere vom Kugas-Stadion an und ich nehme die obere Ebene. Come on, wir sind oben. Fair, Sam, nehmt das Erdgeschoss. So. Ich muss erst mal schauen. Das ist die Statue. Ja, okay. Geht's hier weiter? Und mal schauen. Also. Ich bin da! Das ist mal Leuchtturm. So. Sehen wir mal, ob die Chefin gute Laune hat. So. Dann gehe ich erstmal nach oben hol wieder. So, was haben wir da? Coltrane, jawohl. Diese übergroßen Schaumstoffhandschuhe. Thank you.
Handgranaten, ein bisschen Munition. Okay, die Schränke sind leer geräumt. Ey, Pappaufsteller, ein Regenschirm. Nicht schlecht. Ja, der Kohl hat echt Karriere hier gemacht, wenn ich noch letzt. Scharfschützengewehr oder irgendwas anderes. Was Brauchbares. Hammerburst. Ne, Munition ist voll. Okay. Ach, Hammerburst lass ich mal liegen. Wert und Samantha. Hier hinten noch was. Große Kiste. Nein, da kann ich nicht interagieren. Aber dann gehe ich mal weiter. Oh, einmal anklopfen. Kann man nicht durch? Dann gehe ich mal im Kellerbereich. Ob die eilig hätten. Hier einmal anklopfen. Stimmt, den Geruch kriegt man nie wieder raus. Wirst du den Ball hier an einen anderen abgeben? Nimm den Tag frei! Ich sag's dir, Mann, das ist unsere Saison! Guck, Wow! Haha! Das hat mich ziemlich gut gefunden. Ja.
Bist du okay, Cole? Ha! Der Train hat das immer noch drauf, Baby! Das war ein Trick, den ich erstmals gegen die Eagles im Finale benutzt habe. Natürlich sind die Deppen nicht explodiert. Ja, du hast es noch drauf. So, auf zum Plausch mit der Pennerkönigin. So. Sovereign an alle KR-Einheiten außerhalb. Schwerer Angriff der Leuchtenden. Schiff wurde geentert, brauchen Unterstützung. Ich wiederhole. Werden angegriffen und brauchen sofort Unterstützung. Oh, verdammt. Das durchkreuzt unsere Essenspläne. Cole an KR-70. Wir müssen zum Schiff zurück. KR-70 hier. Negativ, Cole. Aber Riesenärger mit Leuchtenden an Bord der Sovereign. Wartet. Mal sehen, ob die Chefin uns auf andere Art zum Schiff bringen kann. Oh. Ja, die müssen wir jetzt in der Vergangenheit leben. Wunderbar umgesetzt, diese Cold Train. Jetzt braucht halt Anja und so Unterstützung. Und da will ich mal schauen, was diese Art gestrandeten Chefin hier mal zu sagen hat. Zu dieser Situation. Die Zone ist voll. Oh, eine Boomschaft. Nehme ich gerne mit. Aber was brauche ich nicht? Und. Na prima. War ja auch zu schön. Oh, Scheiße. Hey, das ist alles eure Schuld. Die Dinger haben uns in Ruhe gelassen, bis die Core aufgetaucht ist. Unser Schiff ist in Schwierigkeiten. Wir wollen schnellstens zurück. Können wir uns ein Transportmittel leihen? Oh, hier sind die Schlüssel zu meiner Luxusjacht. Hey, Cor, ihr müsst alleine klarkommen. Raus hier, solange es noch geht. Na los, macht schon, Tempo! Geht runter und öffnet die hinteren Tore. Wir müssen die Leute evakuieren. Bert, wir müssen die Brücke erreichen. Die Sovereign muss drunter durch. Schon gut, schon gut. Vielleicht können wir die Geschütze übernehmen. Oder uns abseilen, wenn das Schiff unter uns ist. Ma'am, fährt die Seilbahn zur Brücke noch? Ja, aber hier ein Tipp. Vergesst die Brücke. Dort drüben sind Gestrandete, mit denen wollt ihr euch nicht anlegen. Naja, wir probieren es einfach. Wir müssen zurück aufs Schiff. Na dann, viel Spaß beim Sterben. Ist ja nicht mein Arsch. Hey Cole, Sie kennen einen Ausweg. Ich auch. Hier lang. Vielleicht hätten wir doch den Weg hin probieren sollen. Hat jemand Höhenangst? Jetzt nicht mehr. Ich liebe Höhe. Und hör's, ganz ehrlich. Komm schon, das Kabel geht noch bis zur Brücke. Und das ist unser Halt. Also los geht's. Wow! So, dann würde ich mal sagen, mal, was das auch wieder fürs Erste.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, den Stream, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.